Herzlich willkommen zu diesjährigen Vorstellungsveranstaltung der SchülerInnen-SprecherInnen und der OberstufensprecherInnen. Das hat funktioniert. Wir möchten uns ganz herzlich bei der Technik bedanken und bei Frau Nötzel, Herrn Albert und Herrn Filippi, die uns mitgeholfen haben, das hier zu organisieren. Und wir sind froh, dass wir überhaupt eine Veranstaltung auf die Beine stellen konnten durch die Corona-Situation. Das ist übrigens auch der Grund, warum Tascha so weit ab von uns allen sitzt, weil sie einfach eine andere Kohorte ist. Wir fangen jetzt mit der Vorstellung der Oberstufensprecher an. Der erste Kandidat ist Max aus der Q2B, Physikprofil. Moin, ich bin Max aus der Q2B, dem Physikprofil der 12. Klasse. Ich bin 16 Jahre alt und wie ihr vielleicht schon wisst, ich war letztes Jahr auch Oberstufensprecher. Ich wurde letztes Jahr hier auch gewählt und ich wollte noch mal so ein bisschen erzählen, was ich denn konkret gearbeitet habe in der SV. Also ich habe mich eingesetzt für den Oberstufenraum und das Konzept des Oberstufenraums erstellt. Das Ganze ist soweit auch fertig, das Ganze musste aber so ein bisschen abgebrochen werden wegen Corona. Und da gab es halt Probleme durch Corona und deswegen wollte ich jetzt auch, wenn an diesem Konzept weiterarbeiten und dafür sorgen, dass wir diesen Oberstufenraum trotz Corona weiterhin benutzen können. Das heißt, ein Corona-Konzept dafür erstellen. Sonst habe ich in der SV auch Design gemacht, sprich ich habe gerade am Anfang und am Ende Aushänge erstellt, zum Beispiel das System, was überall in der Schule hängt, das habe ich erstellt und ich habe auch das Abschlussvideo von der Website und für Instagram erstellt und geschnitten. Sonst habe ich halt Internes gearbeitet, sprich ich habe einige von den Klassensprecherversammlungen organisiert. Sonst halt saß ich in der Schulkonferenz und sonst andere regelmäßige Sachen in der SV, so wie die Treffen mit dem Schulleiter und sowas. Das habe ich auch gemacht. Letztes Jahr konnte ich trotzdem nicht alle Sachen, die ich in meiner Rede damals gesagt habe, erfüllen. Aber diese Sachen, dass ich das nicht immer so umsetzen konnte, das lag einerseits an dieser relativ langen Eingewöhnungsphase, die jetzt mit diesem neuen System war. Das System war ja komplett neu, das ist jetzt schon das zweite Jahr. Und deswegen denke ich, dass es dieses Jahr alles deutlich schneller geht. Ich denke nämlich, dass gerade wenn man Erfahrung mit diesem System hat, was ja doch relativ kompliziert ist, gerade in der Arbeit, denke ich, dass es schlau wäre, wenn Leute da in der SV teilnehmen, die das ganze System schon ein bisschen kennen und dafür sorgen, dass das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Und deswegen habe ich mir auch ein paar Ziele gesetzt, die ich dieses Jahr wirklich direkt am Anfang dann anfangen möchte. Eins meiner Ziele ist, dass wir an der Schule die Bildung zum Thema LGBTQI+ ein bisschen verstärken. Es gibt da nämlich von der Schule aus relativ wenig, was gemacht wird. Und deswegen denke ich, es gibt mehrere Vereine in Lübeck, die Workshops und sowas zu diesem Thema anbieten, zum Beispiel Lambda Nord, dass man mit denen zusammenarbeitet und einen Workshop ausarbeitet, um das Ganze ein bisschen hier an der Schule, die Bildung dazu zu stärken, weil das würde auch Homophobie und Transphobie, was halt immer noch in unserer Gesellschaft ein Thema ist, ein bisschen verringern. Was ich auch machen möchte, da habe ich schon gegen Ende des letzten Schuljahres drüber mit angefangen, das Thema Mental Health. Wir haben da eine Umfrage zu erstellt mit jemandem aus der alten SV, das Ganze war aber noch nicht von der SV aus. Da haben wir gesehen, dass die Leute sich an der Schule die Angebote, die wir haben, nicht unbedingt wirklich gut finden, beziehungsweise sich nicht zu diesen Angeboten hingezogen fühlen. Deswegen möchte ich da verstärken, dass wir auch über Workshops und sonstige Angebote das Ganze ein bisschen verstärken und auch den Kontakt deutlich offener gestalten, gerade mit der SV, dass wir solchen Leuten helfen. Und sonst möchte ich halt das Gute, was wir letztes Jahr erreicht haben, einfach weiter behalten. Sprich die gute Ausschussarbeit, die wir gemacht haben, zum Beispiel der Kommunikations- und Gleichberechtigungsausschuss hat letztes Jahr sehr viel gute Arbeit gemacht, aber natürlich auch der Schulkleidungsausschuss, den Carla geleitet hat, zusammen mit jemand anderem, dass wir solche gute SV-Arbeit, die wir gemacht haben, einfach weitermachen und stabil halten. Ich möchte mich auch noch dafür einsetzen, dass wir an unserer Schule einen Social-Media-Ausschuss bekommen in der SV. Sprich jemand, der mit dem Ausschuss das Ganze noch mal ein bisschen offener und deutlich, also offener für die Schüler gestaltet, zum Beispiel die Website-Posts und sonstiges oder auch auf Instagram, vielleicht kennt ihr den Account ja. Sonst, was ich auch noch mache, ist im Rahmen eines Informatikprojekts, in meinem Informatikunterricht, arbeite ich gerade an einem SV-Shop, sprich ich baue eine Website, wo man die Pullis auch online bestellen kann. Das Ganze ist aber, wie gesagt, ein Projekt im Rahmen eines Informatikunterrichts.
Das heißt, da kann ich nur alleine arbeiten und das dauert noch ein bisschen. Aber hoffentlich wird im Laufe dieses Schuljahres das so sein, dass man auch die SV-Sachen online bestellen kann. Das ist gerade hilfreich wegen Corona. Sonst, was mir auch noch ein sehr wichtiges Thema ist, ist BIOD. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bring Your Own Device heißt, man nimmt eigene technische Geräte mit in die Schule und benutzt sie im Unterricht. Das ist in der Oberstufe immer mehr vertreten, zum Beispiel in meiner Klasse, wo sehr, sehr viele damit arbeiten. Und das möchte ich einfach, dazu gibt es momentan noch keine allgemeine Regelung. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir allgemeine Regelungen zu dem Thema finden. Denn ich denke, in der Oberstufe sollte mittlerweile das Vertrauen da sein, dass wir damit konsequent arbeiten können. Und da möchte ich mich einsetzen, dass wir ein Konzept bauen, wie können wir möglichst effizient damit arbeiten und möglichst viel digital arbeiten. Und ich möchte auch Schüler und Lehrer zu BIOD anregen. Und ich denke auch, dass gerade diese Digitalisierung von Unterricht, die wir jetzt durch das Homeschooling während Corona hatten, dass wir das einfach als Chance nutzen müssen, um das Ganze noch digitaler zu gestalten. Das heißt, dass das Forum auch öfter benutzt wird. Sowas möchte ich erreichen. Ja, das waren so meine Ziele, was ich dieses Jahr noch irgendwie weiterführen möchte. Ich möchte natürlich auch Projekte aus den letzten Jahren weiterführen. Und ich hoffe, dass ihr mir dazu die Chance gebt. Ich bin Max und ja, wäre schön, wenn ihr mich wählt. Danke, Max. Ich möchte noch mal, bevor wir weitermachen mit der nächsten Kandidatin, falls ihr an den Fernsehern noch nicht von Anfang an den Ton mitbekommen habt, das wird aufgezeichnet und ihr könnt euch das später noch mal komplett angucken. Ja, wir machen weiter mit Julia, auch aus der Q2B. Ja, genau. Ich bin Julia, auch aus der Q2B. Und ich möchte Oberstufensprecherin werden, weil ich denke, dass ich dabei helfen kann, unsere Schule noch zukunftsorientierter, aufgeklärter und einfach viel besser gestalten kann. Ich war auch letztes Jahr schon in der SV engagiert, beim System. Also ich war im Schulkleidungsgremium, ich war im Green Team und ich war auch im Schulverschönerungsausschuss. Außerdem war ich auch bei mehreren Sitzungen der KSV, also der Klassensprecherkonferenz, dabei. Ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Ich bin vertraut mit dem Statut und ich war auch Delegierte zur Schulkonferenz. Also Schulkonferenz ist basically das höchste Ausschussgremium oder das höchste Entscheidungsorgan der Schule, wo sich Eltern, Lehrer und Schüler zusammensetzen. Ich weiß, dass als Oberstufensprecherin ich natürlich meine Hauptaufgabe ist, euch zu repräsentieren und eure Meinung an verschiedene Menschen und eure Meinung durchzusetzen. Aber es gibt trotzdem viele Themen, die mir besonders am Herzen liegen. Eins davon ist Gleichberechtigung. Rassismus, Sexismus, Bodyshaming, Homophobie, Mobbing oder sonstige Diskriminierung darf einfach keinen Platz haben an unserer Schule. Der Schulalltag soll für jedes Mitglied dieser Schulgemeinschaft angenehm und fair gestaltet werden. Und zwar ist Mobbing in der Oberstufe wirklich nur ein seltener Fall. Aber sowas passiert auch oft ungewollt. Zum Beispiel durch Witze oder Bemerkungen, die einfach verletzend sind und auch die Ansatzartigkeit von Menschen einfach mehr hervorheben und sie dadurch so auch ausschließen. Auch bei Sexismus ist das so. Es gibt alltäglichen Sexismus, denn die Denkweisen und Rollenbilder, die uns durch unsere Kindheit, durch die Gesellschaft vermittelt wurden, die lassen uns auch limitiert in unserem Denken handeln. Und genau diese Themen werden nicht unbedingt komplett im Unterricht behandelt. Deswegen möchte ich die Schule zu einem weiteren Ort der politischen Bildung nutzen. Die SV kann Events organisieren, insbesondere für die Oberstufe, wo wir Experten zu Themen einladen können, die für uns interessant sind. Wir können Vorträge, Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen. Ich würde Aktivisten, Autoren einladen und von deren Erkenntnissen und Standpunkten können wir profitieren. Ein weiteres wichtiges Thema für mich ist Nachhaltigkeit. Und da können wir natürlich ganz viele Sachen machen. Klein angefangen bei zum Beispiel Schildern für die Mülleimer. Ich meine, wer weiß denn bitte schon, dass Klassenbons zum Beispiel nicht in den Papiermüll kommen. Wir können das Katharineums Energieeffizienzprojekt gestalten, was die Energie und den Ressourcenverbrauch des Katharineums evaluiert und verbessert. Und wir können natürlich in der kommenden Mensa, die bald neues Mensa-Angebot auch uns liefert, weniger Plastik verbrauchen und vielleicht teilweise vegetarisches oder veganes
Essen anbieten oder vielleicht auch freiwillige Müllsammelaktionen durchführen. Außerdem ist ein super wichtiges Thema, um unsere Schule zukunftsorientiert zu gestalten, Digitalisierung. Jede Oberstufenschülerin und jeder Oberstufenschüler sollte selber entscheiden können, wie er oder sie am besten lernen möchte. Und das sollte dann auch von den Lehrern akzeptiert werden und ein gewisses Vertrauen entgegengebracht werden und dieses Vertrauen natürlich auch von den Schülern zurückgegeben werden. Dort können wir noch viel mehr machen. Wir können, vor allem durch Corona wurde natürlich auch die Digitalisierung mehr angeregt, aber wir können auch immer noch mehr damit arbeiten. Wir können Weiterbildung für uns organisieren und können effektiver diese Sachen nutzen. Außerdem wurde, wie ihr vielleicht schon ja, halt gerade erfahren habt, letztes Jahr ein Oberstufenraum durchgesetzt. Das Konzept ist nicht so ganz 100% effektiv, soweit ich es mitbekommen habe. Wie gesagt, falls irgendwer noch nicht drin ist, kann sich das im Nachhinein immer noch wieder angeguckt werden. Wir zeichnen das auf. Okay, wir machen weiter mit Julian, Oberstufensprecher. So, zweiter Versuch. Also, mein Name ist Julian und ich kandidiere auch als Oberstufensprecher und ich möchte jetzt einmal kurz mich und mein Programm vorstellen. Ganz kurz, wie schon gesagt, ich bin in der Q2B, das ist das Physikprofil des diesjährigen Abiturjahrgangs und ich bin jetzt 8 Jahre an der Schule und habe mich schon in meiner Freizeit auch sehr viel für die Schule, fürs Katharineum engagiert und immer dafür gesorgt, dass der Schulalltag für Schüler und Lehrer einfacher wird. Und die meisten kennen mich deswegen vermutlich auch als Entwickler von School Apps. Aber nicht nur in School Apps habe ich mitgearbeitet, ich habe auch in vielen weiteren AGs gearbeitet, zum Beispiel in der Technik AG, ohne dieser wunderbar funktionierende Stream nicht möglich wäre. Oder in der Homepage AG, wo zum Beispiel netterweise unser Wahlprogramm hochgeladen wurde. Ich war auch in dem von Julia gerade eben angesprochenen Katharineum Energieeffizienzprojekt drin, KEEP, was aber zurzeit nicht mehr stattfindet. Natürlich kann das auch gerne wieder zum Leben erweckt werden, aber es müssen dann auch Leute tun. Ich war ebenfalls letztes Jahr in der SV und auch im Kleidungsgremium und da habe ich vor allem die Instagram-Posts designt für die Kleidung und die Plakate. Auch habe ich ebenfalls, wie Max, an einem Online-Shop für die Kleidung gearbeitet, direkt mit Integrierung in School-Apps. Da gab es aber dann ab einem bestimmten Punkt keine Nachfrage mehr. Das lag auch vor allem an Corona. Jetzt habe ich mich entschlossen, als Oberstufensprecher aufzutreten, um einfach nochmal direkt den Alltag der Oberstufe zu vereinfachen. Und was möchte ich denn genau machen? Zuerst ein Punkt, der wirklich die Oberstufe angeht. Wenn wir jetzt hier in die Mensa gehen, dann fällt auf, die Tische sind beschriftet. Jeder Jahrgang hat 1 oder 2 Tische. Aber Jahrgang 11 und 12 haben keinen Tisch. Und natürlich, Oberstufenschüler, gerade 11. und 12. Klässler, essen so gut wie nie in der Mensa. Aber trotzdem sollte es irgendwie einen Ort geben, an dem Oberstufenschüler arbeiten und essen können. Und dank dem Oberstufensprecher letztes Jahr, Max, haben wir jetzt ja den tollen Oberstufenraum und jetzt gerade, wo Corona ist, sollten wir überlegen, wofür der sich anbietet und wofür wir den Raum vielleicht gerade jetzt nutzen können. Und ich denke, dass mit einem ausreichenden Hygienekonzept es durchaus machbar ist, dass wir den Oberstufenraum dazu nutzen und den auch schön ausstatten mit Sofas und Tischen zum Arbeiten und vielleicht sogar irgendwie eine Mikrowelle, damit man mitgebrachtes Essen aufwärmen kann. Und dann hätte man einen Ort, an dem wir arbeiten und essen und trinken können. Und apropos trinken, man sieht es leider viel zu oft vorne auf dem Vorderhof, dass Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, in den Mülleimern nach Pfandflaschen suchen. Und ich finde, das ist ziemlich traurig und um das zu vereinfachen, damit das nicht immer so schlimm passieren muss, ist mein Vorschlag, dass wir Pfandringe an den Mülleimern gerade vor der Schule, wo viele Leute langgehen, die auch nicht zur Schulgemeinschaft gehören, angebracht werden. Ein nächster Punkt, der auch wieder für die Oberstufe wichtig ist, ist das Thema Schulplaner. Denn wie jeder weiß, Schulplaner sind zurzeit verpflichtend für die gesamte Schülerschaft.
Aber wenn gerade jetzt viele Leute digital arbeiten wollen oder sogar müssen, dann finde ich, sollte es doch viel besser sein, ist es doch viel besser, wenn man selber entscheiden kann, wie man seine Aufgaben planen möchte und wie man sich die aufschreibt. Natürlich gibt es die Schulplaner nicht nur für die Aufgaben, sondern auch noch für die Entschuldigungszettel und Informationen. Aber ganz ehrlich, heutzutage sollte sowas doch alles auch über die Homepage machbar sein als Download. Und apropos Thema Homepage. In meinen Augen braucht die SV noch eine bessere Kommunikation mit der Schülerschaft, sodass die Schülerschaft deutlich besser erfährt, was die SV eigentlich macht, aber auch, dass Schüler sich besser an die SV wenden können. Und dazu haben wir schon den Instagram-Account, der auch gut läuft und viele Schüler erreicht, aber eben nicht alle Schüler. Und gerade Eltern oder Lehrer, die vielleicht auch mal sehen wollen, wann sie jetzt ihren Pulli kaufen können oder sowas, gerade dafür sollte man noch überlegen, ob man noch einen anderen Weg findet, wie man kommunizieren kann. Und mein Vorschlag wäre, wir haben bereits die Schulhomepage, ein Medium, was viele Schüler erreicht und Lehrer und Eltern und auch Externe. Und ich finde, die sollten wir noch mal besser nutzen, sodass wir mehr Schüler erreichen können und mehr Schüler auch uns erreichen können. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit meinen Inhalten erreichen. Und falls ihr Fragen habt, es gibt gleich die Fragerunde. Ansonsten könnt ihr mich auch noch per E-Mail oder bei den meisten anderen Messengern anschreiben. Und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe auf eure Stimme. Ja, Dankeschön an die Kandidaten für den Oberstufensprecher oder die Oberstufensprecherin. Wir machen weiter mit den Kandidaten für die Schulsprecher oder Schulsprecherin. Der erste Kandidat ist Hanxi, auch aus der Q2B. Ja, moin, ich bin Hanxi aus der Q2B, Physikprofil, 12. Jahrgang und möchte mich dieses Jahr, genauso wie letztes Jahr, auch schon zum Schülerinnensprecher aufstellen. Ich war ja letztes Jahr schon euer stellvertretender Schülerinnensprecher, habe das System zu einem guten Teil mit aufgebaut und habe aber jetzt die Motivation, das auf dieser Basis noch ein bisschen besser zu machen, weil ich glaube, kein System ist perfekt und wir haben hier echt viele Sachen, die wir noch besser machen können, damit die SBAU wirklich für alle da ist. Genau. Letztes Jahr war ich auch noch kommunal Stadtschülersprecher, habe mich da dafür eingesetzt, dass die Kommunikation unter den SVen besser läuft und setze mich momentan noch dafür ein, dass auf kommunalpolitischer Ebene in Lübeck mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geschieht. Genau, man hört ja schon raus, ich finde es echt verdammt wichtig, dass alle Leute in einer Gesellschaft, bei uns in der Schule, gehört werden mit ihrer Meinung, mit ihren Ideen. Und wenn man zum Beispiel schon an unseren letzten SV-Sachen merkt, gute Ideen und gute Projekte entstehen, wenn möglichst viele daran mitarbeiten. Sieht man den Mülleimern, die hier überall stehen. Oder an der Schulkleidung, die echt hübsch geworden ist. Die wären nichts geworden, hätten sich nicht so viele Schüler wie lange nicht mehr in den Ausschüssen engagiert, ihre eigenen Ideen eingebracht und eben ihren Willen gezeigt, die Schule zu verändern. Und ich denke, das ist die Aufgabe einer guten SV und von einem guten Schülerinnensprecher. Eben dafür einzustehen, dass möglichst viele laut werden können und ihre Ideen äußern können. Mir geht es nicht konkret darum, bestimmte Inhalte durchzusetzen. Nicht darum, dass ich jetzt einfach mich hier hinstelle und sage, hey, ich sorge dafür, dass die Mensa jetzt unbedingt nachhaltiger wird, dass wir Quaternariumsunterhosen produzieren, dass wir irgendwas anderes machen, sondern dass wir die Möglichkeit offen halten, für alle ihre Ideen einzubringen. Weil ich glaube, das ist viel besser, als eine Person zu wählen, die darauf besteht, ihre eigenen Ideen umzusetzen. Denn der Schülersprecher ist keine inhaltliche Funktion, sondern eher eine Person, die für die Schüler in dieser Schule spricht, mehr nicht. Das äußert sich zum Beispiel dadurch, dass wir als SV häufig in Gremien vertreten sind, wo die Meinung der SchülerInnen laut werden soll, wo wir uns dafür einsetzen, dass auch Lehrkräfte und Elternteile, die auch über bestimmte Sachen in dieser Schule entscheiden, unsere Meinung hören, damit Entscheidungen auch teilweise zugunsten von unseren Interessen gefällt werden. Ich finde, da ist es wichtig, Möglichkeiten zu schaffen, dass die Schüler auch wirklich wissen, was in der SV vor sich geht, wie man sich einsetzen kann, wie man seine Meinung äußern kann. Ich denke mal, letztes Jahr haben wir mit zum Beispiel dem transparenten Antragssystem an die KlassensprecherInnen-Konferenz schon was erreicht. Dass jeder jetzt Anträge einreichen kann, ist echt ein riesen Fortschritt zu früher, denke ich mal. Aber ich denke mal, auch viele wissen immer noch nicht richtig, was in der SV so jeden Tag passiert, woran wir gerade arbeiten, wie man sich einbringen kann zu einem bestimmten Thema.
Das möchte ich auch, wie meine Vorredner, gerne verbessern, dadurch, dass wir auf mehr Kanälen Kommunikation treiben und das dann wirklich auch ein bisschen einfacher und direkter gestalten. Genau, zudem möchte ich dafür sorgen, dass die SVU ihre Rechte, ihr Mitspracherecht auch wirklich ausnutzt, ihre Stimme in Gremien laut werden lässt und auch wirklich gehört wird. Das müssen wir uns teilweise erkämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir zum Beispiel auf der Schulkonferenz ernst genommen werden, Ideen hervorbringen, die die Schule wirklich verändert. Und wir müssen Leute dazu begeistern, uns auch dabei zu helfen. Ja. Ich habe jetzt ganz wenig über Inhalte geredet. Das hat auch einen Grund, weil ich denke, dass die Inhalte nicht primär von mir kommen sollten, sondern von euch. Das funktioniert besser, das spiegelt die Vielfalt an dieser Schule viel besser wider. Und ich denke, dass das wirklich... Der Ton ist weg. Das ist ja traurig. Nur in der Q2A oder soll ich weiterreden oder wie machen wir jetzt? Was denn? Ich rede weiter, ja. Gut, perfekt. Genau, zu den Inhalten. Ich komme jetzt nicht mit konkreten Forderungen an. Ich finde das ein bisschen schwachsinnig, weil letzten Endes ich mich nicht da vorne hinstellen kann und sage, hey, ihr sorgt jetzt einfach mal dafür, dass wir hier in der Mensa nur veganes Essen haben oder sowas. Das passiert ja nicht. Sondern es passiert, wenn sich möglichst viele Schüler für ein Thema melden und dann auch dafür eintreten. Und damit ihr trotzdem eine ungefähre Orientierung habt, wofür ich als Person stehe, für welche Werte, für welche Ziele, für welche Zukunftsaussichten, habe ich mal ein paar Punkte zusammengefasst. Erstens. Ich denke, dass Nachhaltigkeit nicht nur bei diesen Müllcontainern aufhören darf. Wir müssen weiterdenken. Wir müssen auf mehreren Ebenen Nachhaltigkeit denken. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Mensa-Anbieter, das wurde auch schon erwähnt, und bei diesem neuen Mensa-Anbieter können wir zum Beispiel dafür eintreten, dass das Essen wirklich nachhaltiger wird. Ich verspreche euch da gar nichts. Aber ich werde mich auf jeden Fall in dieses Gremium einsetzen und sagen, es muss nachhaltiger werden. Anders geht es gar nicht. Zudem denke ich, dass wir auch bei den Mülltrennern ein bisschen weiterarbeiten müssen, in die Richtung, den Leuten beizubringen, wie Mülltrennung wirklich gut funktioniert, wie man richtig trennt. Ich glaube, da lässt sich noch ein bisschen was rausholen. Und eine Schule ist ja ein riesiges Gebäude, es muss ja beheizt werden, beleuchtet werden. Und was den Energie- und Gasverbrauch dieser Schule angeht, denke ich mal, da lässt sich auch noch was rausholen. Julia hatte das Katrineum Energieeffizienzprojekt erwähnt. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die man nochmal anpacken könnte. Hauptsache, es finden sich eben interessierte Menschen in den entsprechenden Gremien. Genau, das Thema Diskriminierung ist mir auch verdammt wichtig. Ich denke, egal ob jetzt eine Person an dieser Schule wegen einer Sache diskriminiert wird oder ob das eine Riesengruppe ist, es ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft leider totgeschwiegen wird. Das ist so einfach und trotzdem so dramatisch. Deswegen denke ich, dass der erste Schritt zu einer diskriminierungsfreien oder weniger diskriminierenden Schule oder Schulgemeinschaft der sein muss, für dieses Thema zu sensibilisieren, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Thema ist und dann mit Antidiskriminierung daran anzuknüpfen. Ein Ansatz von mir und von auch anderen Kandidaten, den ich gerne zusammen mit denen angehen möchte, ist die Aufnahme in das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das ist ein Projekt, wo sich eine große Anzahl von Schülern in einer Schule dazu verpflichtet, im Alltag gegen Diskriminierung, vor allem gegen Rassismus, aber auch gegen Sexismus und Homophobie anzukämpfen. Dazu bedarf es Aufklärung, Wissen über diese Themen und eben auch, dass man einfach das Schweigen bricht. Das ist wichtig. Und schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir gerade in schwierigen Zeiten zur Schule gehen. Wir sitzen ja alle, also fast alle, mit Masken rum und sind auch durch eine Phase des Homeschoolings gegangen, die aus Lernsicht jetzt auch nicht so optimal war. Und gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, dass die Lehrerschaft den SchülerInnen zuhört, worum es eigentlich beim Lernen gehen soll, wie das gut funktionieren kann. In der Phase des Homeschoolings habe ich viele Beschwerden gehört, die in die Richtung gingen, hey, wir kommen gar nicht weiter im Stoff. Oder ja, in meinem Fach kommt gar nichts. Oder die digitalen Möglichkeiten werden gar nicht vernünftig ausgenutzt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass sowohl bei einem zweiten potenziellen Lockdown als auch im normalen Unterricht die Schülersicht auf das Lernen deutlich einfacher wird. Dazu gibt es ein Gremium, was sich eben mit dem Corona-Fall beschäftigt. Da bin ich momentan schon engagiert und habe mich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass die digitalen Lernmöglichkeiten verallgemeinert werden, dass man überall diese Grundsicherheit haben kann in diesen schwierigen Zeiten, dass man ja immer auf demselben Wege benachrichtigt wird. Genau. Ich werde jetzt auch nicht so viel weiter zu Inhalten reden. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gleich gerne äußern. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Stimme. Dankeschön. Der nächste Kandidat ist Simon aus der Q2C, also Geschichte.
Ja, hallo, ich bin Simon, wie Carla gerade schon treffend bemerkt hat. Und die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich auch schon. Ich gehe, wie gesagt, in die Q2C, also ins Geschichtsprofil. Ich möchte mich dieses Jahr, wie die drei anderen Menschen da auch, um das Amt der Schülerinnensprecher bewerben. Mir sind viele Punkte wichtig, aber ich muss mich leider kurz halten und werde also probieren, mich auf das Wichtigste zu konzentrieren. Man kann meine Anliegen und meine Punkte in vier Abschnitte unterteilen. Erstens politische Bildung, zweitens Digitalisierung, drittens Kommunikation und viertens Diverses, darunter fallen Kleidung oder auch Veranstaltungen. Zuerst nun einmal zur politischen Bildung. Die Schule sollte kein Ort der Politik sein, jedenfalls nicht in Form von Parteien oder Ideologien. Hier muss sogar eine klare Grenze gezogen werden, was in der Schule kleinen Platz hat, wie zum Beispiel politische Plakate. Eine politische Meinung sollte sich in einem demokratischen Land jeder und jede selbst bilden können. Und hier hat eine SV und auch eine Schule keinen Platz in der konkreten Meinungsvorgabe. Aber politische Bildung, also unabhängig von Parteien, das Lernen demokratischer und gesellschaftlicher Grundprinzipien und Werte, finde ich, nimmt in unserer Schule noch einen viel zu geringen Platz ein. Wir sollten uns alle die Frage stellen, als was wir diese Schule eigentlich verlassen wollen. Für mich ganz persönlich steht außer Frage, dass man sich zu den heutigen gesellschaftlichen Themen unserer Generation nicht nur durch die Schulbildung selbst, also den Unterricht, beschäftigen sollte, sondern dass hier durch Eigeninitiative der Schülerschaft politische Bildung erlangt werden könnte. Bildung und Sensibilisierung bei Themen wie Rassismus, Sexismus oder auch Antisemitismus sind extrem wichtig, um gesellschaftliche negative Strukturen zu bekämpfen. Die Schule ist ein guter Ort, um genau dies zu lernen. Hier denke ich, könnte die Schulgemeinschaft unter Leitung der SV Konzepte entwickeln, Fachtage, Vorträge von interessanten Persönlichkeiten organisieren, um diese Arbeit zu leisten. Das würde ich gerne mit euch gemeinsam tun. Dazu zählen das von Hong Si schon angesprochene Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, wozu Tascha auch nochmal was sagen wird, deshalb halte ich mich da kurz. Genau, zudem würde ich auch gerne einen wöchentlichen Newsletter zur Information über politische Ereignisse schreiben, also in einem Ausschuss dann, der dann per Mail an alle Schülerinnen und Schüler gesendet wird. Hierbei soll es sich natürlich nicht um eine Meinungsäußerung von mir oder von irgendwelchen anderen Leuten halten, sondern halt rein der Information über das aktuelle Weltgeschehen dienen. Ein wahnsinnig wichtiges Thema ist auch der Klimawandel, welcher auch schon sehr stark im Bewusstsein von vielen von euch ist. Ich meine, viele laufen bei den Fridays for Future Demonstrationen mit und Ähnlichem. Hier ist neben der Bildung, also des Aufklärens und des wissenschaftlichen Diskurses, auch aktives Handeln gefragt, wie beispielsweise Ideen der CO2-Reduzierung. Hong Si hatte schon die Mensa angesprochen und so etwas. Auch daran würde ich gerne in einem Ausschuss mit euch gemeinsam arbeiten. Als was wollen wir nun also diese Schule verlassen? Ich finde, wir sollten die Schule als mündige Bürgerinnen und Bürger verlassen, die sich mit gesellschaftlich wichtigen Themen auskennen und wissen, wie man gegen Rassismus oder Antisemitismus vorgeht. Das zweite Thema wäre die Digitalisierung. Dort wurde in den letzten Jahren vor allen Dingen für die Oberstufe schon viel getan und auch die Schulplattform immer weiter verbessert. Jedoch sehe ich auch dort noch Potenzial. In meiner Klasse zum Beispiel nutzen viele Leute ein Tablet oder ein Laptop und die meisten Lehrer erlauben das auch. Jedoch musste man immer erst fragen und es mit den einzelnen Lehrkräften abstimmen. Ich würde mich dafür einsetzen, dass in der Mediennutzungsordnung geregelt ist, dass in der Oberstufe diese Tablets auch ohne vorherige Absprachen genutzt werden. Die Vorteile sind hier ganz offensichtlich. Ich persönlich konnte nie meine Zettel zusammenhalten oder habe die Hausaufgaben dann zu Hause liegen lassen und mit diesem Tablet hat man immer alles dabei und kann auch nochmal Sachen aus vergangenen Stunden oder sogar Jahren nachgucken. Zudem würde ich die Lehrer dazu auffordern, dass sie die Hausaufgaben bei School Apps konsequent eintragen, so dass diese uns allbekannten Hausaufgabenfragen in den Klassengruppen wegfallen, wenn die Lehrer das einfach eintragen und ihr das bei eurem Stundenplan auch nochmal nachgucken könnt. Das dritte Thema wäre dann die Kommunikation, welches auch noch für die Oberstufe eine wichtige Bedeutung hat. Ich denke da an so etwas wie die Stundenpläne. Viele von uns in unserem Jahrgang zum Beispiel haben sehr, sehr oft 9 Stunden, was wirklich schwierig ist, vor allen Dingen, wenn jetzt noch die Klausurenphase kommt. Es sollte auch nicht so sein, dass einzelne Schüler von Lehrerinnen oder Lehrern schlechter behandelt werden. Wie kann eine SV durch Vermittlung und Vertretung des Schülers oder der Schülerin handeln? So können bessere gemeinsame Lösungen entstehen und kein Schüler oder keine Schülerin müsste alleine gegen einen Lehrer oder eine Lehrerin stehen. Hierbei sollten auch die bestehenden Kommunikationswege WhatsApp und E-Mail benutzt werden. Ich würde auch die SV-E-Mail-Adresse und auch den Instagram-Account weiter nutzen, damit ihr dort eure persönlichen Vorschläge hinschicken könnt, welche wir dann in der SV probieren umzusetzen. Wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, möchte ich auch gerne die Schulkollektion, wenn man das so nennen kann, also die Pullis, erweitern. Dazu zählen zum anderen Cappies, Rucksäcke, Jogginghosen und auch Unterhosen. Zum letzten Punkt, da wurde schon an mich mehrfach die Frage herangetragen, ob ich das denn nur für Jungs machen würde. Ich habe nachgesucht lange und es gibt leider keine Unisex-Unterhosen, deshalb werde ich das jetzt Männer- und Frauenspezifisch machen. Genau. Zum Schluss ist mir wichtig, auch wenn es dieses Jahr vielleicht noch nicht möglich sein wird,
dass wir wieder die Voraussetzungen schaffen, dass wir im Katharineum wieder Partys, also den Frühlings- oder den Winterball, abhalten können. Dafür wird dann eventuell die Gründung eines Vereins notwendig sein, weil wir die Aula nicht mehr einfach so von der Schule benutzen können. Auch wenn das dieses Jahr wegen den Corona-Auflagen nicht möglich ist, könnte man das doch, dieses Projekt, dann an das nächste Jahr an die SV weitergeben. Ich persönlich finde, dass in unserer Schule schon ziemlich vieles sehr, sehr gut läuft. Aber trotzdem sehe ich in den angesprochenen Bereichen noch Handlungsbedarf. Ich denke, dass wir hier alle gemeinsam mit eurer Unterstützung auch in der SV-Arbeit viel erreichen können. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die im Anschluss gerne stellen. Ich würde mich sehr über eure Stimme freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Simon, für deine Vorstellung. Der nächste Kandidat ist Theo. Fass dich bitte kurz. Ja, hallo. Ich bin Theo und ich stelle mich für das Amt des SchülerInnensprechers auf, weil ich weiß, dass wir viel verändern können, wenn nur jemand die Sache anpackt. Ich bin sowas von bereit, dieser jemand für euch zu sein, eure Probleme im Schulalltag anzugehen, eure Ideen zu hören und umzusetzen. Letztes Jahr hat die SV viel erreicht. Ausschüsse haben produktiv gearbeitet und tolle Resultate erzielt. Bei der Schulkonferenz haben wir starke Präsenz gezeigt und Anträge im Namen der Schülerschaft durchgebracht. Ich war letztes Jahr sehr motiviert, habe die meisten Anträge bei der KlassensprecherInnenkonferenz durchgebracht, war Delegierter bei der Schulkonferenz, war in mehreren Ausschüssen und bin somit mit SV-Arbeit sehr vertraut. Ich kann auf Lehrer und Lehrerinnen zugehen, ich weiß, wie Gremienarbeit funktioniert und bin sowohl mit dem Statut der SV als auch der Geschäftsordnung der KlassensprecherInnenkonferenz sehr vertraut. Ich habe so einen sehr guten Überblick, was letztes Jahr alles passiert ist, und weiß somit auch, wo die SV meines Erachtens Fehler gemacht hat und an Grenzen kam, die sich selber auferlegt hat. Die KlassensprecherInnenversammlungen waren oft nicht so effektiv, wie sie hätten sein können, und es kamen nur vereinzelt Anträge. Ich möchte, dass die Anliegen aus euren Klassen direkter und schneller gehört und bearbeitet werden und die KlassensprecherInnenkonferenz zu einem effektiven Gremium ausbauen. So wie wir alle Lehrkräfte mit Respekt behandeln sollten, können wir dies meiner Meinung nach auch von vor allem in der Oberstufe auch erwarten. Und das funktioniert auch in großen Teilen, aber auch nicht immer. Ja, wir sind jetzt mal von denen, die schon 18 sind, nicht erwachsen. Aber wie sollen wir lernen, uns irgendwann so zu verhalten, wenn nie angefangen wird, uns zu behandeln? Jetzt möchte ich mir noch einmal die Zeit nehmen, über die etwas abstrakteren Themen zu reden, die mir unglaublich wichtig sind. Vielleicht könnt ihr sie schon raten, weil ich wirklich kein Geheimnis daraus mache, wie unglaublich wichtig mir Gleichberechtigung und die Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels sind. Sprechen wir erstmal über Letzteres. Wir als eine sehr privilegierte Schule haben eine Verantwortung, uns aktiv darum zu kümmern, einen angemessenen Beitrag zu leisten. Wir müssen sowohl das Lernen als auch das Handeln gleichermaßen als wichtig betrachten. Ich will nicht in ständiger Furcht durch den Alltag gehen, dass die Welt, in der wir leben, in 50 Jahren erheblich schlechter oder vielleicht sogar unbewohnbar aussieht. Total verständlich, aber wirklich halt auch nicht schlau. Der eigentliche Grund, warum wir doch jetzt handeln müssen, ist doch, dass wir hoffentlich alle in 50 Jahren noch leben und dann ganz sicher nicht leiden wollen, nur weil wir als Jugendliche zu faul waren, aktiv zu werden. Als Schule haben wir die Möglichkeit, mehr zu bewirken, als wir als Einzelpersonen wahrscheinlich jemals können. Und diese Chance müssen wir in allen Zügen auskosten. Das Green Team, also der Ausschuss für Umweltschutz, war letztes Jahr ein sehr guter Anfang, aber muss nächstes Jahr zu Hochtouren anlaufen. Wir können Spendenaktionen organisieren, um Bäume zu pflanzen, Müll sammeln gehen, uns dafür einsetzen, dass das Essen in der Mensa möglichst CO2-neutral ist und so viel mehr. Ich werde auf jeden Fall voll und ganz hinter dem Thema stehen und würde mich freuen, mit euch noch viele weitere Ideen zu finden und bei den Entscheidungen zum Thema zusammenarbeiten zu können. Als nächstes kommen wir zum Thema Gleichberechtigung. Wie auch beim Thema Klimaschutz lebt man beim Thema Diskriminierung am liebsten in seiner perfekten, verblendeten Scheinwelt. Bis natürlich auf die, die diskriminiert werden. Am traurigsten wird es dann, wenn die benachteiligte Gruppe diese Diskriminierung nicht mal mehr wahrnimmt, weil es leichter ist, nur diskriminiert zu werden, als sich auch noch zusätzlich darüber aufzuregen. Ich rede hier von LehrerInnen, die ein Geschlecht grundsätzlich bevorzugen. MitschülerInnen mit ausländischen Wurzeln, denen durch Witze, dumme Fragen und Kommentare täglich klargemacht wird, wie anders sie doch sind. Oder wenn Beleidigungen, die eigentlich Beschreibungen für Handicaps, sexuelle Orientierung oder ähnliches sind, sich in Klassen als Schimpfwörter etablieren.
Ich strebe auf unserer Schule eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Diskriminierung an. Und wenn ich meine Nulltoleranz, dann meine ich das auch so. Niemand, wirklich niemand soll jemals auf dieser Schule beleidigt und diskriminiert werden. Vor allem nicht für Dinge, für die man sowieso nichts kann. Ich würde gerne Experten einladen, Workshops organisieren, besondere Tage wie den Welt-AIDS-Tag, den Internationalen Tag gegen Rassismus oder den Christopher Street Day in Lübeck als Anlass nehmen, öffentliche Diskussionen und Vorträge zu den Themen zu organisieren und insgesamt und immer Vielfalt und Inklusion zu feiern. Super wichtig ist natürlich auch ein Ausschuss, der sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe letztes Jahr von Anfang an gesagt, dass die Gleichberechtigung im Gleichberechtigungs- und Kommunikationsausschuss zu kurz kommen wird, und ich würde sagen, dass ich da recht behalten habe. Ich denke, das einzig bisschen Gleichberechtigungsarbeit nach einer minder erfolgreichen Sprechstunde zum Thema war der Versuch, gegen Ende des Schuljahres eine Arbeitsgruppe zu etablieren, welche sich allerdings als Last-Minute-Tamponspender-Aktion herausstellte, woraus bekannterweise auch nichts wurde. Nächstes Jahr muss es einen eigenen Ausschuss geben, der Diskriminierung auf unserer Schule analysiert und drastisch bekämpft. Ein weiteres Thema, für das SchülerInnen im Normalfall nichts können, sind psychische Erkrankungen, Verstimmungen und Verhaltensstörungen. Vielleicht habt ihr den Artikel von Hongxi und mir in der Schulzeitung zu unseren Erfahrungen während des Lockdowns gelesen. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch auch nicht wirklich gut ging und vielleicht immer noch nicht gut geht. Ich möchte dieses Thema aus seiner Tabu-Ecke ziehen und neben den tollen Angeboten, die es schon auf unserer Schule gibt, nun auch mit der SV das psychische Wohlbefinden aller SchülerInnen zu den Top-Prioritäten setzen. Aufklärungsarbeit und noch einfache Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen, wären hier meine Ansätze. Letztes Jahr habe ich davon gesprochen, was doch unsere Schule ohne SchülerInnen wäre. Nicht viel. Aber das Gleiche gilt auch für LehrerInnen, die neben der Klassengemeinschaft am meisten den Schulalltag definieren. Ich bin so unglaublich dankbar für die ganzen tollen LehrerInnen auf unserer Schule, aber es ekelt mich an, wenn manche dieser Personen, denen wir vertrauen sollen, die uns Wissen, Kompetenzen und Moral beibringen sollen, ihre Autorität missbrauchen. Auch hier gilt für mich keine Toleranz. Klassen und Einzelpersonen sollten es meiner Meinung nach sehr leicht haben, Fehlverhalten von Lehrkräften zu kommunizieren, ohne Angst zu haben, etwas falsch zu machen. Ja, in vielen Fällen kann man die Probleme mit einer einfachen Unterhaltung klären, aber manchmal werden dann doch Grenzen überschritten, die wir nicht hinnehmen sollten. Manche Lehrkräfte mögen vielleicht jetzt den Kopf schütteln und meine Anklagen als übertrieben werten, aber wir als SchülerInnen haben wahrscheinlich jetzt alle mehrere Beispiele in unseren Köpfen, wo unangebrachtes Verhalten von LehrerInnen nicht mal angesprochen wurde. Wir brauchen eine effektive und konstruktive Unterrichtsbewertung, damit keine Lehrkraft jemals vergessen sollte, welche große Rolle sie in der Entwicklung und dem Wohlbefinden von uns SchülerInnen hat. Jetzt muss ich euch noch etwas sagen, was meine Pflicht ist, wenn ich ehrlich mit euch sein möchte. Ja, man kann als SchülerInnen-Sprecher zu einem gewissen Grad die inhaltliche Arbeit der SV lenken, aber weniger als man denkt. Das Statut, also die Gesetze der SchülerInnenvertretung, legt nämlich fest, dass auch nach der Wahl die SV-Arbeit in allen Zügen demokratisch bleibt. So sind alle inhaltlichen Aktivitäten, wie ihr vielleicht wisst, in Ausschüssen organisiert, bei denen sich alle beteiligen dürfen, auch ihr. Und innerhalb der Ausschüsse demokratisch abstimmen, wie genau was umgesetzt wird. Für alle Angelegenheiten, die die gesamte Schülerschaft betreffen, müssen Vorhaben erst von der KlassensprecherInnenversammlung genehmigt werden, bei der die oder der SchülerInnen-Sprecherin nicht mal wahlberechtigt ist und auch nicht die Versammlung leiten darf. Ich kann euch also weder versprechen, dass es nächstes Jahr Katriniums Unterhosen noch ein Aquarium in jedem Klassenzimmer geben wird. Die eigentliche Arbeit ist nämlich Organisation, Repräsentation und Motivation der gesamten SchülerInnenvertretung und SchülerInnenschaft. Zum Glück muss man das nicht alles alleine machen, aber ein maßgeblicher Teil der Verantwortung liegt im Schoß von der oder dem SchülerInnenvertreterin. Es ist ein Job, der viel Kraft und Zeit kostet. Ein Job, der voraussetzt, immer bereit zu sein, nachzuhaken, nachzufragen und anzufangen. Ich bin komplett bereit, für euch diese Person zu sein und euer Vertrauen würde mir sehr viel bedeuten. Ich werde natürlich trotzdem alles tun, um meine Inhalte in den Ausschüssen durchzusetzen und weiterhin zahlreiche Anträge bei der KlassensprecherInnenkonferenz und der Schulkonferenz einbringen. Am Schluss möchte ich euch natürlich dazu aufrufen, mich zu wählen. Ich versichere euch, dass die genannten Themen nicht nur zum Wahlkampf benutzt werden, sondern ich wirklich habe, die intensiv anzugehen. Wenn ihr meine Vision von einer besseren Schule sehen könnt und ihr keine Angst vor Veränderung habt, dann bitte ich euch, mich zu wählen. Ich bin Theo und danke für eure Aufmerksamkeit. Danke.
Ja, danke Theo. Die letzte Kandidatin für das Amt ist Tascha aus der Q1D mit dem Profilfach Musik. Hallo. Ja genau, hi, ich bin Tascha, 17 Jahre alt und bin in der wundervollen Q1D. Tatsächlich bin ich erst seit einem Jahr hier Schülerin des Katharineums, aber das kommt mir schon viel länger vor. Und das liegt daran, dass ich mich hier sehr wohl fühle und mich schnell eingelebt habe, da ich das Katharineum für eine tolle Schule halte. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass man noch einiges besser machen kann. Wir verbringen ziemlich viel Zeit in der Schule und diese Zeit sollte so schön wie möglich sein. Die Möglichkeit, diese Zeit mitzugestalten, haben wir alle und sollten dies laut unserem Schulmotto auch tun. Wie sehr man das tut, liegt in der Hand jeder einzelnen Person, die in dieser Schule Zeit verbringt. Wir haben ein großes Spektrum an Ausschüssen, die auf unterschiedlichste Art unsere Schule ein Stückchen weiterbringen. Als SchülerInnensprecherin würde ich gerne mit den Ausschüssen zusammenarbeiten und mehr Schüler und Schülerinnen begeistern, sich zu engagieren. Großgeschriebene Themen können in verschiedenen Ausschüssen vertreten werden, zum Beispiel Nachhaltigkeit. Ein sehr relevantes Thema für uns alle und vor allem für uns als junge Generation. Letztes Jahr habe ich mich in zwei Ausschüssen engagiert, die sich für Nachhaltigkeit eingesetzt haben. Das Green Team hat in Zusammenarbeit mit der Stadt geschafft, neue Mülltrenner zu organisieren, während unser Schulkleidungsausschuss nachhaltig produzierte Pullover verkauft hat. Ein Klimabewusstsein ist mir wichtig, da es darum geht, unsere Erde zu schützen. Es gibt ein paar weitere konkrete Ideen, für die ich mich gerne einsetzen möchte. Zum einen möchte auch ich, wie die weitere Kandidaten, dass das Katharineum sich dem Schulnetzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage anschließt. Und wir diesen Titel erhalten, um uns täglich gegen jede Form von Diskriminierung zu stellen und somit schon im jungen Alter gemeinsam ein Bewusstsein dafür entwickeln und damit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Um in dem Schulnetzwerk aufgenommen zu werden, bedarf es 70% aller Schulmitglieder des Katharineums, die sich dafür bereit erklären, keinen Platz für Diskriminierung in unserer Gesellschaft zu lassen. Der zweite Schritt wäre, einen Partner, einen Paten zu finden, die unser Engagement gut unterstützen kann. Auch darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht und Recherche betrieben und mögliche Kandidaten, Kandidatinnen ausfindig gemacht. Meine Favoritin dafür wäre Aminata Touré, die jüngste Vize-Landtagspräsidentin von Schleswig-Holstein. Als Patin eignet sie sich vor allem gut, weil sie als schwarze Frau Sprecherin für Antirassismus, Frauen und Gleichstellung, Queerpolitik, Kinder und Jugend und Flucht und Migration ist. Während meiner Recherche habe ich mich mit ihrer Sekretärin in Verbindung gesetzt, welche bestätigt hat, dass Aminata bereit wäre, uns als Patin zu unterstützen. Natürlich habe ich als schwarzes Mädchen einen direkten Bezug zu Rassismus, da ich davon betroffen bin und weiß, wie es ist, strukturelle Diskriminierung zu erfahren. Jedoch zieht das Schulnetzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage auf jede Form von struktureller Diskriminierung. Ich habe mich in den letzten Monaten privat sehr viel mit diesen Themen beschäftigt und habe vieles darüber gelernt. Seitdem gehe ich mit dem Bewusstsein dieser Ungleichheiten durch den Alltag. Außerdem möchte ich eine Geschlechtserweiterung für die Toilettenschilder, damit auch queere Menschen sich beim Toilettenbesuch wohlfühlen. Das würde bedeuten, dass die jetzigen Männer- und Frauentoiletten auch für nicht-binäre Menschen, also Menschen, die sich nicht dem binären Geschlechtersystem Mann und Frau zugehörig fühlen, offen wären. Auch hier kann ich mir vorstellen, mit dem Gleichberechtigungsausschuss zusammenzuarbeiten. Durch das Vorhaben, mit den Ausschüssen zusammenzuarbeiten, sollen weitere Projekte entstehen, um diese Themen nahezubringen, da sie nicht genügend Beachtung finden. Bei Themen wie Diskriminierung ist möglicherweise bei der einen oder anderen Person Gesprächsbedarf. Und ich habe immer ein offenes Ohr für euch und versuche, euch mit Empathie und Respekt zu begegnen. Ich werde versuchen, eure Ideen so gut wie möglich zu repräsentieren. Grundsätzlich möchte ich das Klima in der Schule so angenehm wie möglich für alle gestalten. Ich habe mich in letzter Zeit mehrmals bei der Organisation der Black Lives Matter-Demonstration in Lübeck engagiert und habe dort mit einer Freundin die Moderation gemacht, wo der ein oder andere von euch vielleicht ja auch dabei war. Außerdem habe ich zusammen mit einem Partner und einer Partnerin eine afrodeutsche Community gegründet, die wir als Dreierteam leiten. Dabei habe ich gemerkt, wie viel Spaß es mir bereitet, tolle Sachen auf die Beine zu stellen. Die Organisation von Projekten fällt mir vor allem leicht, wenn mir das Thema am Herzen liegt. Und last but not least muss ich sagen, dass es aber vor allem nicht alleine funktioniert, sondern gemeinsam. Ich möchte einen Impuls geben und denke, dass, wenn ihr mich wählt, wir das zusammen schaffen können. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr mich wählt. Ja, das war die Vorstellung aller Kandidaten. Vielen Dank. Wir machen mit der Fragerunde weiter.
Das wird so ablaufen, dass ich abwechselnd eine Frage aus der Aula und danach eine Frage aus dem, von den Leuten vor den Fernsehern stellen werde, an die Kandidaten, die dann direkt darauf antworten werden. Für die Leute vor den Fernsehern einfach wieder auf die Website menti.com gehen, auf die nächste Folie switchen und einfach die Fragen eintippen. Ich fange schon mal an mit einer Frage aus der Aula. Ich wiederhole die Frage nochmal für die Leute vor den Fernsehern. Was und wo ist der Oberstufenraum? Vielleicht an den jetzigen Oberstufensprecher? Ja, dieser Oberstufenraum, der befindet sich in G01. Dass das Ganze noch nicht kommuniziert wurde, liegt daran, dass der Plan von mir das war, das Ganze öffentlich zu machen auf der dritten KSV letztes Jahr. Die ist allerdings wegen Corona nur zur Hälfte ist die stattgefunden. Deswegen habe ich das Ganze noch nicht kommuniziert, weil ich daran noch weiterarbeiten musste. Jetzt ist es halt noch, dass wir ein Corona-Konzept dafür erstellen mussten, aber G01, der alte Klassenarbeitsraum. Okay, es sind noch keine ernst gemeinten Fragen eingegangen. Gibt es noch Fragen aus der Aula? Ja? Die Frage an Theo, wie er Kommunikation im Vergleich zu letztem Jahr verbessern möchte. Ja, also worauf du anspielst, war ja, dass ich gesagt habe, dass dich die Arbeit vom Kommunikations- und Gleichberechtigungsgremium aufteilen möchte. Ich finde, die Kommunikation war nicht schlecht, bloß der Gleichberechtigungsanteil von diesem Gremium war halt zu klein, fand ich. Und die Kommunikation zu verbessern, finde ich, geht vor allem, wenn mehr mit den Klassen geredet wird. Ich finde, dass natürlich mit den Einzelpersonen auch auf jeden Fall geredet werden muss, aber vor allem die Anliegen, die ganze Klassen betreffen, sind natürlich die, die auch das Schulleben insgesamt verbessern können. Und natürlich möchte ich, dass der Kommunikationsausschuss sogar als allein nicht stehender Ausschuss weiter besteht und so dann sich sogar noch mehr auf Kommunikation mit SchülerInnen und LehrerInnen fokussieren kann und da bin ich auch sehr offen für ganz viele neue Möglichkeiten, die in diesem Ausschuss dann entwickelt werden können, wie man bessere Kommunikation in unserer Schule leben kann. Wenn ich dazu noch ein, zwei Worte verlieren darf. Ich weiß, wenn ich jetzt konkrete Vorschläge mache, heißt es nicht, dass die umgesetzt werden können, aber es heißt, dass es Impulse sein können. Und was mir letztes Jahr zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass Kommunikation vielerorts nur durch ein Medium erfolgt ist. Also dass zum Beispiel Sachen nur in der Schule aufgehängt wurden oder wir nur Sachen auf Instagram gepostet haben und der Rest das einfach nicht mitbekommen hat. Ich werde häufig gefragt, hey, wie komme ich denn zum Beispiel in den Screenteam rein? Das hängt halt ein Blatt am SV-Brett, das bekommt man nicht unbedingt mit. Sowas könnte man zum Beispiel auf andere Medien übergehen lassen, so. Also dass auf der Website auch sowas steht. Das wäre möglich und wir müssen einfach häufiger kommunizieren und direkter, würde ich sagen. Also vielerorts war einfach auch nicht die Kapazitäten da, vernünftig sowas zu tun und wie Theo gerade schon ansprach, mit dem nächsten Ausschuss, denke ich, wird es auch besser. Ja, noch eine kleine Information, wenn ihr Fragen in den Chat schreibt, werden die mir nur für 3 Sekunden angezeigt. Das heißt, in das richtige Kästchen für die Fragen bitte die Fragen stellen. Eine Frage vielleicht an die Oberstufensprecherkandidaten. Wie sieht das genau mit dem Winterball aus? Also der Winterball ist natürlich ein Projekt, das uns allen wahrscheinlich sehr am Herzen liegt. Das Ding ist natürlich Corona. Und das ist auch in diesem Fall sehr schwierig damit, weil es natürlich diese Kohortensachen gibt, Abstandsbeschränkungen. Und deswegen glaube ich, dass vor allem sowas wie die Schulorganisationsgremien
die halt nicht die, also nicht die Schülerschaft, sondern die übergestellten Gremien sowas wahrscheinlich nicht erlauben werden. Und deswegen ich die Chance, dass das stattfindet, eher als sehr unsicher einschufe. Und natürlich würde ich dafür gerne was machen und versuchen, dass es das gibt, aber die Möglichkeit, dass es passiert, ist leider realistisch gesehen nicht so realistisch. Ja, und ist es auch so, ich kann aus der SV-Arbeit letztes Jahr sagen, es wird wieder wahrscheinlich so etwas wie ein Schulveranstaltungskomitee geben. Das heißt, so da wird das meiste dann geklärt, aber wirklich, man muss gucken, wie das mit Corona vereinbar ist. Ich hoffe natürlich, dass man irgendwie mit Corona-Abstandsregelungen das Ganze noch stattfinden lassen kann. Und dann hoffen wir mal, dass es in der Zeit keinen zweiten Lockdown gibt. Es ist auch noch ein bisschen schwierig mit der Aula, ob wir die jetzt wirklich auch benutzen dürfen, halt für diesen Winterball oder ähnliches. Und deshalb müsste da dann eventuell ein Verein gegründet werden, mit dem man dann diese Aula sozusagen mieten würde, damit es da ist von der Haftung her ein bisschen komplizierter. Und das würde ich persönlich zum Beispiel schon gerne in der SV-Arbeit dann einfließen, dass man dann auf diese Strukturen, die man schafft, dann in den nächsten Jahren dann eingehen kann, wenn es vielleicht kein Corona mehr gibt oder zumindest unter Kontrolle ist. Okay, noch eine Frage aus dem Netz. Was meint Theo genau mit Diskriminierung, wenn er Diskriminierung sagt, an der Schule und an alle bezüglich zur Diskriminierung, wie habt ihr das in der Schule wahrgenommen, beziehungsweise wie könnt ihr feststellen, dass es in der Schule Diskriminierung gibt, also wirklich bei uns? Also ja, es gibt Diskriminierung auf unserer Schule in einem unglaublichen Rahmen, wo man sich eigentlich denken würde, ist es doch eigentlich Common Sense, dass wir eigentlich alle Menschen gleich behandeln wollen, unabhängig von dem, wo sie herkommen, wie sie aussehen und was sie mögen, sondern für den Charakter einer Person. Aber unsere Gesellschaft ist strukturell sexistisch, strukturell rassistisch und halt strukturell diskriminierend. Und natürlich finden sich diese Ausläufer der Gesellschaft auch in unserer Schule wieder. Ich rede hier von zum Beispiel, wenn LehrerInnen sagen, ja, ich brauche mal 5 starke Jungs. Ja, man denkt so, okay, kann man natürlich machen, ist aber komplett sexistisch. Es gibt super viel Generalisierung von verschiedenen Gruppen. Und ich würde sagen, alle Leute, die sich zu einer Minderheit angehörig fühlen, werden mir zustimmen, dass es auch auf dieser Schule Diskriminierung gibt in allen Formen. Und das ist ein gesellschaftliches Problem und das müssen wir auch in unserer Schule so angehen. Ja. Aber die anderen haben sicherlich auch viel dazu zu sagen. Okay, ich kann mich Theodor auf jeden Fall anschließen. Das kann man vielleicht auch ein bisschen konkretisieren. Ich denke mal, zum Thema Sexismus zum Beispiel erleben wir in unserem Alltag sehr, sehr, sehr viel Generalisierung. Ich habe sehr, sehr, sehr häufig von Lehrkräften, von Schülern gehört, dass sie eben bestimmten Gruppen bestimmte Klischees zuschreiben und das auch ganz offen leben. Ich höre sehr, sehr, sehr häufig, vor allem bei jüngeren Klassen, dass eigentlich ganz neutrale Bezeichnungen für Mitglieder der LGBTIQ+-Community zum Beispiel als Beleidigung benutzt wird. Ich finde, das ist Diskriminierung. So. Und wenn wir das ein bisschen weitersehen, auf der Schule ist und auf jeder Schule ist Mobbing ein Problem. Mobbing hat seine Wurzeln häufig eben auch in struktureller Diskriminierung von Menschen, die zum Beispiel aus gesellschaftlichen Schichten oder ethnischen Hintergründen stammen, die vielleicht nicht der Mehrheit in dieser Bevölkerung widerspiegeln. Also dass Kinder und Jugendliche wegen ihrem sozialen Stand oder ihren Eltern oder ihrem Aussehen gemobbt werden, ausgegrenzt werden, das ist überall Diskriminierung. Ich glaube, da kann mir keiner erzählen, dass er oder sie das noch nie gesehen hat hier in der Schule. So. Ja, genau, also ich würde auch sagen, dass es wahrscheinlich schwer ist, Diskriminierung wahrzunehmen, wenn man keiner Minderheit angehört, die diskriminiert wird in unserer Gesellschaft. Und selbst dann, wenn man einer Minderheit angehört, kann es schwer sein, für diese Person das wahrzunehmen, weil das mittlerweile ein strukturelles System ist, womit viele einfach leben und dann das irgendwie in den Alltag einfließt, was es aber nicht so sein sollte. Und eben deshalb muss man eben früh anfangen, das zu entlernen. Und ich denke auf jeden Fall, dass es Diskriminierung ist. Ich bin mir sicher, es gibt Diskriminierung hier. Und alle, wie Theo gesagt hat, Menschen, die einer Minderheit angehören, die in unserer Gesellschaft Diskriminierung erfahren, können das auch bestätigen.
Okay, eine weitere Frage aus der Aula, ja, du? Ich wiederhole die Frage nochmal, wie kann man verhindern, dass Diskriminierung in der Schule passiert, gerade weil auch im Unterricht ja oft darüber gesprochen wird, aber sich nicht so viel verändert? Ja, also du hast natürlich recht, das sind sehr lange festgefahren und auch sehr lange sich entwickelnde Strukturen. Also Rassismus kennen wir jetzt wirklich seit Jahrhunderten und Diskriminierung von Frauen und da auch anderen Sexismus ja sowieso. Und deshalb sehe ich es jetzt nicht als unsere Aufgabe und auch nicht als unsere Botschaft zu sagen, ja, wir schaffen es jetzt bis übermorgen Rassismus und Diskriminierung abzuschaffen, sondern man muss sich diesem Ideal halt nähern, auch wenn dieses Ideal, da bin ich mir ganz sicher, dass wir dieses Ideal nicht erreichen werden, wahrscheinlich niemals, aber trotzdem ist es so erstrebenswert, dass wir uns auf diesem Weg halt trotzdem weiter bewegen sollen, durch Veranstaltung, einfach durch Sensibilisierung, durch Vorträge, dass man sich diesem Ideal annähert, auch wenn es nicht erreicht werden kann. Also das, ja, genau. Blau. Ja, also ich finde auch, dass das Ziel sollte es wahrscheinlich sein, eben Diskriminierung abzuschaffen. Das ist natürlich ziemlich schwer mittlerweile, dadurch, dass es eben schon so zum Alltag gehört. Aber auf jeden Fall muss man, also ich meine, man kann ja nicht einfach annehmen und sagen, ja, wir wissen alle davon und lassen das jetzt so stehen. Man muss irgendwann anfangen, darüber zu reden. Und das ist eben wichtig, dass wir jetzt schon im jungen Alter jetzt anfangen, darüber zu reden. Und dass man eben mit so einem Projekt wie Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, anfängt, darüber zu reden, irgendwie zu sensibilisieren und aufmerksam darauf zu machen, damit das langsam entlernt wird. Weil nichts tun ist da eben absolut keine Möglichkeit. Und genau. Ich würde da noch hinzufügen, dass ist halt hierbei der riesige Eisberg von Diskriminierung. Davon sieht man nur diese kleine Spitze. Diese großen falschen Strukturen, die äußern sich meistens im Alltag bei uns nur durch kleine, vielleicht mal sogar nur einen Tonfall, einzelne Wörter. Und diese sichtbaren Zeichen von Diskriminierung sofort aktiv wahrzunehmen und zu hinterfragen und dann auch etwas zu tun. Ich glaube, das kann schon viel bewirken, um auch den ganzen Strukturen dann etwas entgegenzusetzen. Ich wollte einmal kurz zwei Punkte ansprechen. Erstens mit Bezug auf den Endpart von Simons Rede, den ich sehr stark fand, wo er gefragt hat, als was für Menschen wollen wir aus dieser Schule rausgehen? Als bewusste Bürger letzten Endes. Und ich finde, vor allem für die Leute, die jetzt nicht unbedingt einer Minderheit angehören, die nicht unbedingt jetzt direkte Diskriminierung in ihrem Alltag erfahren, für die ist es wichtig, sensibilisiert zu werden, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es sowas in dieser Welt gibt und es nicht totzuschweigen. Das Schlimmste, was wir bei Diskriminierung tun können, ist als Personengruppe, die nicht davon betroffen ist, nicht drüber zu reden, das nicht als Problem anzuerkennen, weil es nicht mein Problem ist. Das stimmt eben nicht. Es ist unser aller Problem und unser aller Verantwortung mit eben, naja, nicht nur Nicht-Diskriminierung, sondern wirklich Antidiskriminierung, Gegenbewegungen zur Diskriminierung dagegen anzukämpfen. Was man sich da vorstellen kann, ist eben zum Beispiel aktive Verpflichtungen, wie bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, dafür abzulegen, dass man bei Diskriminierung im Alltag auch wirklich einschreitet, dass man dagegen anarbeitet. Das ist wichtig. Und ich denke, das, was im Unterricht an zweifelsohne Sensibilisierung und ja, Wissensvermittlung im Feld von Diskriminierung erfolgt, das ist ja da. Aber das ist noch nicht genug, finde ich. Wenn es genug wäre, hätten wir dieses Problem nicht mehr. Und das ist das Problem. Ja, die nächste Frage an Tascha. Wie stellst du dir das genau mit den Toiletten vor? Also, dabei geht es mir, dass Menschen, die nicht binär sind, das heißt Menschen, die sich nicht dem binären Geschlechtersystem zugehörig fühlen, die sich vielleicht nicht als Mann oder Frau identifizieren, die sich dazwischen irgendwo sehen oder als gleichzeitig oder eben gar nichts von beidem, dass die sich auf der Toilette auch wohlfühlen, dass sie nicht gezwungen sind, auf eine Toilette zu gehen, auf die sie gar nicht gehen wollen, denn das ist ein kleiner Punkt im Alltag, der schon belastend sein kann. Und darum, also dabei geht es nicht darum, dass irgendwie die Toiletten jetzt für alle offen sind, sondern dass eben das nur erweitert wird und dann die Schilder zum Beispiel auch eben das aussagen, dass auf den Toiletten auch nicht-binäre Menschen willkommen sind und das nicht strikt für
die dann quasi so gezwungen sind, irgendwo hinzugehen, wo sie gar nicht sein wollen. Okay, ja. Die Frage war, oder die Verständnisfrage war, ob es einfach, ob die Toiletten erhalten werden sollen oder ob eine dritte Toilette hinzugefügt wird. So, eine dritte Toilette wird jetzt, also beziehungsweise es kommt jetzt nicht keine Toilette dazu, das ist nicht möglich, sondern einfach, dass die Schilder klar machen, dass auch nicht-binäre Menschen auf die Toiletten gehen können. Eine weitere Frage zur Digitalisierung. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da noch was zu sagen oder Hansi. Die Digitalisierung stellt ja auch Gefahren dar, wie Mobbing und so weiter. Und wie kann das verhindert werden, wenn wir uns so für Digitalisierung einsetzen? Und wie kann so eine Computerklasse auch für finanziell nicht so gut aufgestellte Familien oder Kinder realisiert werden? Ich mache das jetzt einfach mal ganz schnell zum ersten Punkt, wie wir Mobbing und andere negative Side-Effects von Digitalisierung eben verhindern können. Ich denke, ein Problem bei der Digitalisierung ist eben auch, dass wir uns nicht ganz klar sind, wie wir damit umgehen, weil das ein Thema ist, was viel zu lange auch ja nicht besprochen wurde, weil wir in diesem Land nun mal da ziemlich hinterherhinken in vielen Bereichen. Und ich denke, wichtig ist da einfach darüber aufzuklären, was es mit sich bringt, die Digitalisierung. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so unbedingt das Ding, wo alle am besten Bescheid wissen. So, ich könnte mir vorstellen, dass das schon ein riesiger Schritt wäre. Und da muss man halt letzten Endes zum Beispiel Cybermobbing genauso angehen wie normales Mobbing. So, und hoffen, dass es gut läuft. So, ja, genau. Und zum zweiten Punkt, ich mach's schnell, Simon. zum zweiten Punkt, wie man das finanziell realisieren kann. Ich persönlich glaube zwar daran, dass Laptop-Klassen sehr, sehr sinnvoll sind, sehe das aber nicht in naher Zukunft, weil wir das finanziell nicht auf die Beine kriegen werden. Wichtig für mich ist gerade, dass wir das, was wir haben in der Schule an digitaler Infrastruktur, an Hardware-Infrastruktur, so gut wie möglich nutzen und den Leuten die Wahlfreiheit geben, erstmal zwischen analogen und digitalen Arbeiten. Wichtig ist, finde ich, dass du, wenn du digital arbeiten möchtest, das auch darfst. Natürlich haben wir das Problem dann von natürlich systematischer Benachteiligung von Leuten, die weniger verdienen oder Familien haben, die eben finanziell schlechter gestellt sind. Da müsste man aber, finde ich, erstmal gezielt anpacken und den Leuten zum Beispiel schulische Leihgeräte zur Verfügung stellen. Aber ich denke mal, das ist doch ja, ein bisschen weiter hin. Aber es wäre auf jeden Fall gut. Ja, noch ein Punkt dazu. Also ich glaube, die Frage bezog sich auch darauf mit diesem Bring Your Own Device. Und dazu würde ich noch sagen, dass man da ja eventuell auch gucken könnte, ob sich da realisieren lässt, dass man mit den Fundraising-Vereinen oder den ganzen Fördervereinen des Katharineums dann noch Punkte schafft, also Schulgeräte anschafft, die dann sozusagen für Leute da sind, die sich halt kein eigenes leisten können. Ja. Ich denke auch, dass das, was Hansi schon gesagt hat, dass wir wirklich arbeiten müssen an dieser Sensibilisierung zu diesem ganzen Thema. Wir dürfen nicht einfach so einer Klasse Laptops in die Hand drücken und sagen, ja, jetzt arbeitet damit, sondern wir müssen mediengerechtes Arbeiten, also digitales Arbeiten, da müssen wir Medienkompetenzen schaffen. Und ich weiß auch, ich bin mir nicht sicher, wie das momentan ist, aber ich glaube, nicht alle Klassen haben Informatikunterricht. Und da lernt man sowas halt, zumindest war das bei uns so. Und ich denke, dass es sinnvoll ist, dass wir so Medienkompetenz irgendwie schaffen, bevor wir sowas flächendeckend einführen. Eine Frage aus der Aula schaffen wir noch, vielleicht rechts. Die Frage war, ob wir uns auch ob die Kandidaten sich dafür einsetzen, dass Lehrer auch aufgeklärt werden, was Diskriminierung oder Antidiskriminierung angeht. Also ja, da setze ich mich komplett für ein. Ich stimme dir da komplett zu, dass vor allem ja manchmal die LehrerInnen auf dieser Schule in einer Generation festhängen, wo dieses Thema einfach noch nicht so viel besprochen wurde wie heutzutage. Und ich finde, dass man dieses Argument
ich komme ja aus einer anderen Generation, das ist kein Argument. Man muss mit dem Zeitgeist gehen und man darf niemanden diskriminieren. Und deswegen finde ich, dass vor allem die Workshops und Vorträge, die ich angesprochen hatte in meiner Rede, sich nicht nur auf SchülerInnen, sondern auch auf jeden Fall auf Lehrerinnen beziehen und dass man das auch sehr gut in die Unterrichtsevaluation einbauen kann. Dass man solche Punkte, wenn das vor allem bei bestimmten Lehrkräften der Fall ist, rückmelden kann und dass dann die SV die Kommunikation mit diesen bestimmten Lehrkräften sucht, um mit denen darüber konstruktiv zu reden und eine bessere Zukunft für Minderheiten in unserer Gesellschaft zu schaffen. Ja, was du sagst, sehe ich auch ganz genauso. Jedoch sind da unsere Handlungsmöglichkeiten auch schwer begrenzt. Wir sind ja eine Schülervertretung. Wir können jetzt keinen Lehrer anweisen, dass er zu von uns vorgegebenen Veranstaltungen geht. Deshalb sehe ich zumindest so, dass unsere Aufgabe vor allen Dingen ist, wie Theo schon gesagt hat, mit den Lehrern das Gespräch zu suchen. Also, dass wir halt, wenn solche Strukturen auffallen, dass ihr das auch wirklich an die SV meldet, über die bekannten Kanäle, Instagram etc. Und dass wir dann damit reden. Aber es wird, denke ich, also man kann das natürlich anbieten, das finde ich auch gut, aber wir können natürlich niemanden zwingen, sich zu verändern. Und unsere Einflussmöglichkeiten sind da dann letztendlich auch etwas begrenzt, leider. Da schließe ich mich nur an, also aus Zeitgründen deswegen. Ja, genau. Also ich würde mich auch den anderen anschließen und ich sehe das auf jeden Fall genauso wie du, das ist super wichtig. Ich denke auf jeden Fall zum Beispiel, wenn es dann solche Veranstaltungen geben würde, dass wir, genau wie sie immer gesagt hat, die Lehrer nicht verpflichten können, dorthin zu gehen, aber das ist ja dann etwas für die gesamte Schulgemeinschaft, genauso wie eben das Projekt mit dem Schulnetzwerk. Da geht es nicht nur um die Schüler, sondern auch um Lehrer und Lehrerinnen, dass es eine Sache, die uns alle als komplette Schulgemeinschaft betrifft. Dadurch, dass die Zeit jetzt schon wieder fast vorbei ist, müssen wir das wieder so regeln, dass wir haben hier ganz viele Fragen noch auf dem Computer. Wenn ihr noch Fragen an die Kandidaten habt, kommt ihr jetzt nach der Veranstaltung ganz kurz zu mir. Ich schreibe mir die auf. Wir werden dann nochmal eine Mail schreiben, weil auch aus den anderen Stufen noch ganz viele Fragen übrig geblieben sind, die wir dann beantwortet an euch zurückschreiben. Noch eine kleine Info zur Wahl. Ihr wählt höchstwahrscheinlich am Mittwoch oder am Dienstag. Ihr bekommt die Wahlzettel kurz vorher. Und wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, für wen ihr eure Stimme abgebt, auf der Website stehen nochmal kurze Profile zu jedem Kandidaten. Und nach der Wahl geht's direkt zum Jahrbuchfoto. Genau. Ja, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Nein, stopp. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank an Carla und auch alle anderen, die mitgemacht haben, die das hier organisiert haben für uns und überhaupt möglich gemacht haben, dass wir uns vorstellen. Applaus